Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite vom Bodensee aus. Der Christian Dusch hat bereits angesprochen, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, bestimmte Entwicklungen aufzunehmen im Bereich FIFA, UEFA, DFB durchdelegierend bis in unsere südbadische Zuständigkeit hinein. Wir werden die entsprechenden Maßnahmen abgestuft dann treffen, das hat der Christian schon betont, wenn wir eine sichere Entscheidungsgrundlage haben. Was wir aber jetzt schon tun, ist die nötige rechtliche Rahmensetzung. Ja, dass Satzungsordnungsänderungen notwendig sind, liegt auf der Hand, weil naturgemäß diese Situation, wie wir sie jetzt vorgefunden haben, nicht vorweg gedacht werden konnte. Wir haben insbesondere zwei Dinge jetzt sehr schnell in den Fokus genommen, nämlich die Frage möglicher Insolvenzen und die Frage der Fristenregelung bei Vereinswechseln. Wir haben eine erste Änderung bereits im Umlaufverfahren vorgenommen. Das ist die Folie, die Sie jetzt sehen. Und zwar haben wir die Satzung dahingehend ergänzt, dass der Verbandsvorstand in Zeiten, in denen er nicht zusammentreten kann, was bislang ja immer die Vorstellung der Satzung war, dass sämtliche Gremien, wenn sie entscheiden, das in Anwesenheit der Entscheidenden tun, wir nun eben auch eine Möglichkeit haben, um das Ganze im schriftlichen Umlaufverfahren zu machen. Wir haben dementsprechend den Paragraphen 28 ergänzt bei der Zuständigkeit des Verbandsvorstandes und das Gleiche nochmal in der Geschäftsordnung vorgenommen. Sollten weitere Entscheidungsträger hinzugenommen werden müssen, also insbesondere ein außerordentlicher Verbandstag in irgendeiner Form durchgeführt werden müssen, würden wir uns auch hier über die technischen Möglichkeiten Gedanken machen und entsprechende ergänzende Regelungen treffen, damit das Ganze eine Rechtssicherheit gewinnt. Die Änderungen, die wir hier vorgenommen haben, die konnten wir im Rahmen der Zuständigkeit des Verbandsvorstandes vornehmen und haben damit die Grundlage geschaffen für die nächste Änderung. Bitte die nächste Folie. Wir haben, das wollte ich Ihnen mal beispielhaft zeigen, vom DFB im Moment folgende Klauseln bekommen als Öffnungsmöglichkeiten, beispielsweise für die Spielwertung, na, dass für den Fall, dass die Spielrunde nicht zu Ende gespielt werden kann, abweichende Regelungen getroffen werden können. Das wäre jetzt ein Beispiel. Nächstes Beispiel auf der nächsten Folie. Thorsten, danke. Wäre die Regelung in Paragraph 6. Ja, da haben wir ebenfalls die Möglichkeit gehabt, eine Anpassung vorzunehmen. Soweit wir das dann tun, werden wir das jeweils im allgemein verbindlichen Teil der Spielordnung kenntlich machen. Also all das, was tatsächlich unsere Option ist und wir von dieser Option Gebrauch machen, finden Sie künftig in einem neuen Paragraphen 49a der Spielordnung, der diejenigen Entscheidungen des Verbandsvorstandes zusammenfasst, die auf der Grundlage der Öffnungsklauseln bereits getroffen worden sind. Ein weiteres Beispiel wäre dann eben auch im Paragraphen 17 zu finden. Das heißt, im Prinzip haben wir demnächst zu veröffentlichen, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Verbandsvorstand. Das Umlaufverfahren wird morgen stattfinden, dass wir die allgemein verbindlichen Änderungen in die Spielordnung aufnehmen. Das wird alles fettgedruckt dort erscheinen. Da werden Sie dann zwei verschiedene Klauseln sehen, nämlich zum einen Klauseln, die uns von vornherein die Möglichkeit verschaffen zu entscheiden. Dann Klauseln, wo der DFB schon gesagt hat, wir öffnen, Punkt. Und schließlich eine dritte Kategorie, die sich insbesondere mit den Wechselfristen befasst. Da hat der DFB zunächst einmal abgewartet, ob die FIFA eine entsprechende Regelung trifft. Sollte die FIFA diese Regelung treffen, wird dann der DFB eine einheitliche Regelung treffen, die dann auch für uns verbindlich wäre. Erst wenn das nicht so wäre, wären wir autark in der Festlegung der Wechselfristen beispielsweise im Sommer.
Soweit sind wir noch nicht. Im Moment konnten wir, wie gesagt, auf zwei Dinge eingehen, nämlich einmal auf die Frage, was passiert, wenn ein Verein in die Insolvenz gerät. Und da haben wir uns entschieden, die Öffnungsklausel zu nutzen und die betreffenden Regelungen hinsichtlich eines Vereins in Insolvenz in Paragraphen 6 auszusetzen. Das heißt, der Verein wird nicht automatisch erster Absteiger sein. Und eine zweite Option, die wir bereits genutzt haben, den Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren. Da haben wir eine Frist von 6 Monaten bekanntlich und wir haben diese Frist zunächst einmal ausgesetzt, parallel zur Aussetzung des Spielbetriebs am 12.03. Das heißt, sämtliche bis dahin angelaufenen Fristen werden zu diesem Zeitpunkt gehemmt. Das heißt, es wird angenommenermaßen der Monat, der bereits gelaufen ist, berücksichtigt. Danach läuft die Uhr erstmal nicht weiter und erst in dem Moment, wo wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen, würden weitere Monate oder Tage zählen. Das ist der juristische Begriff der Hemmung. Es ist also keine Unterbrechung. Es fängt also nicht von vorne an, diese 6 Monatsfrist, sondern sie ist für den Zeitraum vom 12.03.2020 bis zum Tag X, an dem wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, schlicht gehemmt. Danach wird die restliche Laufzeit wieder in Gang gesetzt.